So. Abgefälscht. Und nochmal herrlich von allen Beteiligten dann vollendet. Daschner. Götzschau. Mit viel. Dene. Schön, welch ein Schuss. Schauen Sie mal auf Ihren Sekundenzeiger und stoppen Sie mit. In genau 18 Sekunden wird es 1:0 für die Mannschaft in Rot stehen. Und die heißt Hannover 96. Das 1:0 gegen den FSV Frankfurt durch Uwe Hartgen. Eines der schnellsten Tore in der Geschichte des bezahlten Fußballs. Halten. Vierte Minute, 2:0. Das wunderschöne Eigen. Thorsten Gütschow, 4. Die Folge. Treffer Nummer 2 für Erdmann. Kobylanski. Wir haben 75 Minuten gespielt. Andrei Kobylanski für Hannover 96. Der Schlusspunkt. Meist nach Wolfsburger Fehlern. Rot. Gütschow. Das war aber ein blitzsauberer Angriff. 1:0 durch. Viel Zeit zum Flanken. Und Thorsten Gütschow viel Zeit zum Tore schießen. 1:0 für Hannover. Und erneut Thorsten Gütschow, Waldhof zum zweiten Mal. Späte Petri Järvinen, der Finne im Waldhof-Trikot, startete die Aufholjagd nach gut einer Stunde Spiel. Jörg Kirsten zum 2:2 Endstand. Schütze erneut Thorsten Gütschow, umjubelt von 12.000 im Niedersachsenstadion. Im Hinterkopf der Spieler aber bleibt der Knatsch im Fall. Wer weiß, wie das erst mit dem Egon werden wird. Fußball crazy made in Hannover und das Schlusswort kommt aus Wolfsburg. Denn die Konter der Hannoveraner waren immer wieder Brand. 96 nun seit 7 Spielen geschlagen, 4. Heimsieg in Folge, Resultat. Da soll sich derjenige den Ball schnappen, der sich am besten, am stärksten fühlt. Und das war dann eben der Gefaulte selbst, Thorsten Gütschow. Ein Freudenfest für den Anhang von Hannover 96. Aus Griechenland gekommen und ein Mann mit Gefühl im Fußgelenk, der Ausgleich, überraschend. Keiner ist frei, dann geht er alleine, die Abwehr zu zögerlich und die überraschende Führung für Hannover. 2:0. Es gab Eckstoß. Lieberknecht, der Ausgleich und Sie haben es gesehen, Stefan Kuhnert, der Torhüter, der Torschütze. Das ist natürlich ein Happy End nach Maß für die Heimmannschaft. Kuhnert völlig unbedrängt. Die Hannoveraner hatten mit ihm nicht lässig, zulässig im Mittelfeld. Novakovic, plötzlich Überzahl der Hannoveraner. Novakovic auf Daschner, der lässt durch. Hartgen. 1:0, 15 Minuten gespielt für Hannover 96. Und gleich Aufregung im Niedersachsenstadion. Roger Prinzen, den eingewechselten Lothar Sippel. Elfmeter oder nicht? Schiedsrichter Haupt lässt weiterspielen. Elfmeter war es nicht, aber Freistoß, denn Joachim fault Lothar Sippel allerdings vor dem Strafraum. Eigentlich wollten wir unseren Zusammenschnitt hier beenden, wenn nicht 2 Minuten vor Schluss Krezo Kovacek eingewechselt worden wäre. Ja, Sie ahnen richtig. Freistoß Reinhold Daschner. Und da ist er, Krezo Kovacek. 2:1 für Hannover 96. Mit Salou, mit dem Ausgleich. Zwei zu zwei trennen sich Hannover 96 und der MSV Duisburg. Fazit, Hannover zweimal in letzter Sekunde geschockt. Dene, das wird der Ausgleich, wie aus Schoko, reicht das? Nein, es reicht nicht. Führung für Hannover 96 und es ist genauso wie in Hälfte 1. Vielleicht gelingt Hannover 96 in der Regionalliga einen Neuanfang, vor allem damit es sportlich wieder bergauf geht. Gefühlvolle Flanke und das 1:0 für 96. Was ihr gelernt habt, Iqbal Dene. Menze, ja, wer sagt's denn? 0:1, so schnell hat sich die Grundlagenforschung in Nürnberger Abwehr.
Kein Abseits. Der Pass in der eigenen Hälfte angenommen. Lothar Sippel 0:2. Lothar Sippel kurz zuvor eingewechselt. Aber wie ein glücklicher Profi sieht. Minuten noch. Womit keiner rechnete, doch noch das 1:0 durch Andrzej Kubilanski. Kurze Täuschung und Jungs pariert. Erneut Andreas Winkler, kaum zu fassen. Er hatte unwiderstehlich zum Doppelschlag ausgeholt innerhalb von 90 Sekunden. Geboten wurde, sondern weil es Torchancen gab, die zu Toren wurden. Christoph Schwarz, 60. Spielminute, der Anschlusstreffer zum 1:2. Und Goran Stojanovic für dieses Foul, Marke durchgebrannter Sicherung an Christian Hock. Rot von Dr. Norbert Dörr. Stojanovic war ganze 9 Minuten im Einsatz. Quicky. Das Duell Majak gegen Michalke. Ein Foul mit Folgen, denn für Bochums Michalke war nach dieser Notbremse das Spiel beendet. Schiedsrichter Fleischer zeigte es an, rote Karte wegen Ellbogencheck. Bochum 31 Minuten nur noch zu 10. Der folgende Freistoß, ein Fall für Daschner. Die glückliche Führung der 96er Torschütze. Borodjuk auf Majak. Und erneut Borodjuk zur Stelle, das 2:0 in der 48. Minute. Der zweite Premierentreffer des Tages durch Sascha Borodjuk. Der erst während der Saison aus Freiburg zu Hannover 96. Minuten vorbei und gute Laune bei den Fans der Niedersachsen. Borodjuk, Steffen Bentin, das 1:0 für Hannover 96 gespielt, gerade mal 180 wurde. Sascha Borodjuk mit dem 2:0 in der 45. Minute. Der Treffer zwer. Borodjuk, das 3:0, die Vorentscheidung in der 8. Fast nach Belieben. Das 4:0, ein herrlich herausgespielter Treffer. Tor Nummer 2 für Knoten. Und genau in dieser gelingt den Gästen noch der Anschlusstreffer. Mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, im Gegensatz zu Hannover, das noch zu einem Ehrentreffer kam, der eher unter der Kategorie Betriebsunfall abzubuchen ist durch Kovacic. Trainer Röber hatte das richtig. Zeitig belohnt. Andreas Winkler, die 96-Führung gespielt, gerade mal 96er. Die Belohnung nach 49 Minuten, der ironische Beifall von Wattenscheids Torhüter galt seinen Vorderleuten, der Jubel von Torschütze Marco Dehne, den 7500 benutzte. Das 3:0, der erste Treffer des polnischen Nationalspielers Sławomir Majak, der gebührend gefeiert wurde. Zum Entsetzen der fast 20.000, gekommen für 5 Mark Eintritt. Ein Touristikunternehmen hatte sie mobilisiert, aber sie wurden enttäuscht. Pfostenschuss nach 38 Wolfsburg. Entfernung zum Tor 18 Meter. Und plötzlich mit der ersten Torchance überhaupt in der 44. Minute keimte noch einmal für LSK Abwehr ganz simpel ausgespielt. 1:0 für den Tabellenführer nach nur 5 Minuten. Massiv. Und es hieß 2:0. Diese Art Jubel kennen Sie wohl noch vom 1:0. Der Spaß. Zumal es noch nicht einmal eine Minute dauerte, bis die Grünen wieder jubelten. In Braunschweig für das letzte Highlight des Spiels sorgte in der 86. Minute LSK-Schlussmann Selke mit seiner unfreiwilligen Vorarbeit. Und ein Schuss wie ein Strich und ein Fehler von Kai Werner. Wiener. Fabian Ernst war's. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich die nächste gelbe Karte und zwar gegen den Co-Trainer Thomas Kost. Der war auf dem Feld. Und das sind die... Wieder 96. Fußball. Dvořák, der oft mit aufrückte. Und Vladan Milovanovic mit dem Fabian Ernst mit aufgerückt. Dann kommt Leonardo Manzi zu kurz. Die Abwehr, wieder Otto Addo und das 1:0, dachten die meisten gehört. Denn schauen Sie sich diese nächste Szene an. Doppel.
Meter Doppelpass zwischen Prezina und Milovanovic. Milovanovic. Dvorak. Der öffnende Pass. Gute Idee. Kovacic. Das 2:0 für Hannover 96. 90. Thorsten Fink beantwortete schon nach wenigen Sekunden die Frage nach der Motivation. Doch anschließend verzauberten nur noch die Niedersachsen das Publikum. Dem Ausgleich durch Blank folgte noch vor der Pause die 2:1-Führung durch Kreuz. Nach dem Wechsel die Zeit des Gerald Asamoah. Nach seinen Herzrhythmusproblemen bekam er die Spielerlaubnis des Arztes. Und seine beiden Treffer besiegelten Bayerns 1:4-Niederlage. Vom erwarteten Münchner Glanz war noch nichts zu sehen. Doch. So Kovacek spielen und Hannovers Torjäger ließ sich das 1:0 nicht nehmen. Manzi verlängert, Linke und Milovanovic 2:0 für all. Linke, Manzi und Bicici 3:0. Hacker. 6:4 im Elfmeterschießen Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Es war der letzte Höhepunkt für das junge Team, das Manager Franz Gerber und Trainer Reinhold Pfanz binnen eines Jahres aus dem. Und da war schon passiert, das 1:0, herrlich abgelegt, Dieter Hecking, nur kurz abgewehrt und durch. Die Ablage auf Dieter Hecking, und wer sich in der Lage sieht, für Göttingen zu spielen, der soll sich doch bitte schön bei ihm melden. Gedränge im Strafraum und klares, absichtliches Handspiel von Norbert Fritsch, der sich ansonsten nicht mehr zu wehren und zu helfen wusste. Klare Sache, die rote Karte. Damit durfte er vorzeitig zum Duschen gehen. Das Ganze erkennen wir noch einmal ganz gut in der Zeitlupe. Elfmeter für Vlada Milovanovic und Norbert Fritsch beim Abgang. Wir sind noch in der ersten Halbzeit. Herrlich vorgelegt. Und dann ist es erneut Carsten Linke, der war der Flexiver, es blieb im Kasten. Aber der zweite Rettelt hatten mittlerweile mit im Spiel. Carsten Linke war auch noch mit dabei. Zu loben die ganze Mannschaft allerdings. Und in der sechsten Vorstellung hatten sie schon lange nicht mehr gesehen. Es ging munter weiter, das Ziel. Die 11. Minute, eine Schlüsselszene vor und hinter den Kulissen. Die Führung Bürgermeister Herbert Schmalstieg. Tor! Tor! Wieder mal ein 90 ganz alleine, aber das kennen Sie ja schon. Ausgeprägte Leidensfähigkeit. Erste Voraussetzung für die immer noch zahlreichen Sektoren. Dann aus dem Hintergrund Tobias Dietrich. Chichi. Wie ist die 2:0-Führung für Hannover angemessen? Emden spielte im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber das reichte gegen. Abwehrspieler nicht unwichtige Aufgaben haben. Und auch beim Elfmeter von Milovanovic entschied sich Jakob eine Fortsetzung. Gegnerische Spieler dürfen auch auf dem Weg. Fischer mit vorbildlichem Einsatz gegen zwei Lübecker und die Eckfahne. Und dann ist Otto Addo zur Stelle. Und es sind noch keine 3 Minuten gespielt im Niedersachsenstadion. Taten folgten unmittelbar und dann. Man konnte es kaum glauben, weil eigentlich alles völlig harmlos aussah. Hier den Freistoß aus. Kovacek und in der Mitte Mutterseelen alleine. Asamoah. Kovacek. Milovanovic hatte ihm den Ball überlassen und dann durfte Milovanovic tritt an und trifft zum 5:1 für Hannover 96. So mit diesem geschickten Pass die Oldenburger Abwehr auseinander. Glücklich, dass die Hereingabe abgefälscht wurde und Vlada Milovanovic nur den Fuß hinzuhalten brauchte. 1:0 für 96. Konfusion im Strafraum. Der Ball auf jeden Fall im Netz. Und dann Kopfball Asamoah. Das 2:2. Und ausgerechnet der Bremer Mannschaftskapitän Jens Lelek überlistet seinen eigenen Torwart. Will ich nicht entgehen.
9. Ehrentreffer durch Stefan Borchert. Als dieses Tor fiel, die Folge, Vladan Milovanovic ohne Probleme bei seinem zweiten Treffer. 5:1, die Anzeigentafel war randvoll. 6.300 Zuschauer hatten einen dritten Gäste hier. Destruktiv und steil für seine beiden Mitspieler. 32 Minuten gespielt und dann nur eine Minute später. Und das nicht nur flüssig, sondern auch noch erfolgreich. Milovanovic, ja, nannte man dies tödlichen Pass. Asamoah dadurch ohne Mühe. 4:2 von Vorentscheidung. Und wieder Norderstedts Hintermannschaft mit einem Steilpass ausgehebelt. Milovanovic auf Reinhardt, der nicht konsequent gestört wird. Milovanovic und Dvořák mit dem Schlusspunkt in einem wirklich Zuschauer. 3 Minuten waren gespielt, als Krenz diese gefährliche Flanke schlug, die Herzlaker den Ball nicht wegbekamen und Milovanovic. Kreuz, Mandecker Reinhardt und nach genau 33 Kreuz und aufgepasst. Flanke kommt, Tor. Torschütze Jürgen Degen in der 27. Minute, nein mit nicht. 73 Minuten gespielt, Ecke, Kopflinke, Asamoah und wieder die Führung für diese. In der Anfangsphase gar nicht den Ball aus ihrer eigenen Hälfte. Arslan wird nicht ernsthaft angegriffen, Latte und dann ist Gera. Schießen, nicht Hecking, sondern Markus Kreuz. Jo, Fabian Ernst verpasst und wer kommt hinten? Markus Kreuz, das und er sollte auch gleich an den Ball kommen. Da ist er, Milovanovic. Ein Haken, noch ein Haken, Schuss, das 4:0. Gerski lässt hier Röber ganz alt aussehen. Und natürlich, Milovanovic war... Zuschauer hier im Niedersachsenstadion. In den letzten Sekunden an die Latte. Und dann nochmal. Und dann ist der Ball drin. Es folgten 30 aufregende Minuten. Natürlich war jetzt... der Teufel. Rot, das Spielgerät allerdings auch mit den Füßen beherrscht, wurde dann spätestens nach 20 Minuten deutlich. Jens Radziejewski. Das BGG. Degen verwirrt die Abwehr. Asamoah staubt ab. Hannover. Linke zur Stelle. Homp kann erst hinter der Linie klären. Der Schlusspunkt 4:0. Lücken in die Osnabrücker Deckung. Und gleich der erste Fehler. Erwurski. Der passte das 2:0 nach 52 Minuten. Die dritte klare 96-Chance, das zweite Tor durch Jens Radziejewski, Hannovers U21. Das ist Arslan. Sehen Sie mal, wie er da die Emder stehen lässt. Und dann Asamoah, der Mann, der eben die große Chance zur Führung hatte. Radziejewski, wieder Arslan. Und den Freistoß schnell aus. Linke lenkt weiter auf Radziejewski. Und da ist es doch. Das erste halbe Eigentor der Gäste. Vorarbeit fiel allerdings der Körper von Jürgen Degen. 2 im Lehrbuch. Das 3:1 wieder. Und Vladan Milovanovic zum 4:1 um Gerald Asamoah. 5:2 das verdiente Endresultat. Und achten Sie auf diese Situation. Gerald. Wieder Gerald Asamoah. Er macht es alleine. 3:1 für Hannover. 44. Volkan Arslan raus. Hacking. Der Ball senkt sich ins Netz. Sitzer wie aufgedreht. Carsten Linke. 6:1. Dieter Hacking. Asamoah Degen und das legte gleich los. Freistoß Radziejewski, Linke verlängert und dafür noch überlegener. Asamoah zum wiederholten Mal schneller als die gesamte Abwehr Oldenburgs. Und die Fankurve. Dieter Hecking wieder auf Asamoah und der machte seinen 17. Saisontreffer. Einfach nur mehr. Flanke Radziejewski und Jürgen Degen mit einem Kunststoß. Dvořák, Milovanovic und Linke. So einfach ist Fußball. Wieder Radziejewski auf Aigner und Vladan Milovanovic stand da, wo er normalerweise... Auch nicht gerade zwingend, diese Flanke. Dann aber Asamoah und die Führung für die Gäste. Nach 36 Minuten das 1:0 Torschuten. Dieter Hecking. Keiner greift ihn ernsthaft an. Und das 2:0 für die Gäste in der Sattelfest. Dann Matthias Dvořák.
und das 3:0. Aus Sicherheitsgründen wurden die Fans aus Hannover in der Nordkurve untergebracht. Direkt heftiges Spiel, da flog der Ball in den Werder Strafraum und flog besser, er kullerte irgendwie ins Tor. 1:1, Otto Addo jubelte, aber die Ottos jubelte. Ivanovic gerade eben eingewechselt, der lange Bernd Aigner hüpfte unbewusst und der sieht, wo Platz ist, die Entscheidung. Aslan. Asamoa. Und da ist er drin. Das ist die Führung nun eindeutig für Hannover 96. Und da putzen sie ihm die Schuhe, wie das mittlerweile ja gang und gäbe ist. Fabian Ernst, Jürgen Degen, Gerald Asamoah und da ist die Führung nach. Für Hecking spielte und spielte und spielte sich mittlerweile in einen Rausch. Das war Rasiewski, Hecking den Herzlagern. 73. Minute, der eingewechselte Milovanovic und der eingewechselte Bresina. Und dann endlich macht auch einmal im Leben. Und bei diesem Wiedersehen heute hat sich Hannover 96 ganz erheblich verstärkt. Wollen wir uns doch mal umschauen hier im Niedersachsenstadion. Über 50.000 Zuschauer sind hier Europapokalkulisse und das bei der Zweitliga-Relegation. Unglaublich aber wahr und vielleicht tragen die Massen wirklich dazu bei. Außen sicherlich die richtige Maßnahme und die erste große Chance und das Tor. Gerald Asam. Jetzt mal Risiko. Und da ist er drin. Und wer war es? Vladan Milovanovic. Unglaublich. Franz Gerber erkennt den Vladan Milovanovic aus Celle, als er dort Manager war. Früher hat er bei Dresden und Osnabrück gespielt. Und jetzt wird er erst einmal in Richtung Schiedsrichter laufen müssen. Fußballerisch ein Riesentalent. Aber beim Elfmeterschießen versagen auch ihm die Nerven. Und wieder ist Jörg Sievers der Held im Niedersachsenstadion. Diese Bilder kennen wir von 1992. Man könnte sie fast jetzt wieder einspielen von damals. Eine Schallwelle hinein in den KSC-Strafraum. Fast ein Eigentor, jetzt da drin. Wahnsinn. Das ist die Führung durch Andrzej Kowilanski. 10 Minuten noch. Kopfball und das 1:0. Das 1:0 durch Stefan Blank. Die Überraschung auf der Alm. Eckball und Hannover 96, der auch. Die Brobergen und Stremel behindern sich gegenseitig und freie Bahn für Markus Kreutz. Sein erstes Tor und Ball gegen Rekers, wie gesagt, einer der besten. Asamoah und wieder Lala, Anschlusstreffer, 1:2. Wie zuletzt, Asamoah. Asamoah, da setzt er sich durch und jetzt müsste er das Tor machen, und er macht. Gerald Asamoah, der Mann mit der etwas eingeklemmten. Bullmann, Achtung, Addo. Und das macht der Mann mit der Nummer 10, Otto Addo. Welch ein Tor! Wahnsinn! Und das gibt's nicht! Unglaubliches Tor durch Gerald Asamoah, als die Sache eigentlich schon patentiert vergeben. Nicht genutzt, die totale Offensive von Bernd Schuster, ausgekontert von 96. Gärtner, prima gespielt. Und das ist Lala. Die Leiter, es wird noch bitterer. Jetzt spielte die Mannschaft zuletzt in der Bundesliga und jetzt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Scheiben schießen und diesmal wieder wendet er uns zum Glück den Rücken zu. Reinhardt
Carsten Linke und jetzt war er drin. In der Ecke U21-Nationalspieler Markus Kreutz und Dieter Hecking 1:0 für Hannover. Das nicht, er nahm natürlich den Elfmeter und schoss sein zweites Tor in der 90. Hecking, Tor, 3:0 für Hannover. Degen, der Ausgleich in der 46. Ein Team, das Spiel zwischen der 36. und 40. Minute. Markus Kranz wohl spielte gut und Bastian Reinhardt, eigentlich eher für die Defensive zuständig, schoss gut. Der Siegtreffer. Hannover schaukelte das Ergebnis gegen Spielski. Otto Addo und Hecking 3:1. Über eine Stunde war die letzte Chance von Hannover her. Kreutz trat an und trifft 1:0 für Hannover 40. Das ist Dieter Hecking, butterweich, und Andrzej Kobylański im Tiefflug zum 1:0 für Hannover 96. Ausgerechnet Kobylański, denn er ist einer jener fünf Spieler, die Pass auf Markus Kreutz alleine vor Peter Martin, und es heißt 2:0 für die Gäste. Seine Chance vorbei an 2, 3, 4 Verteidigern zu Otto Addo, und es heißt 3:0 für Hannover 96. Und was für ein schönes Tor. Minuten. Und das Ganze ohne Gier. Längst verpackt. Kobylański. Morinas. Igoris Morinas, 23 Jahre alt, von Jalgiris Vilna. Auf Otto Addo der Ball. B-Note 6,0. Vollendet, vollendet. 96 führt mit 2:1. Und Sie erinnern sich, Arminia hatte schon Ass, Stratos. Jörg Sievers. Eingewechselt bei 96. Links heraus auf Fabian Gerber, den kennen Sie jetzt schon. Was macht er jetzt? Der trifft. 89. Minute. Der nicht unverdiente Siegtreffer für Hannover 96. Jetzt mal per Zufall. Morinas, der hält mal drauf. Und Pröll, ja, was macht Markus Pröll? Der legt sich das Ei selbst ins Nest. 0:1. Der Abschlag von Sievers, dann die Kopfballverlängerung zu Markus Kreutz. 0:2. So schnell kann das gehen. Markus Kreutz. Gastgeber und sorglos. Seitz löst sich von Linke. Der lässt ihn von der Leine. Noch 28 Meter. Seitz. Welch ein Kraft. Auf die U20-WM, um hier mitzuspielen, auf Morinas, auf den neuen Litauer, gegen Tanja. Und in der Mitte, ja, da ist Gerald Asamoah. 1:0 für Hannover 96, Spiel bestimmen. Und immer wieder suchten sie den Litauer Igorijus Morinas. Morinas gegen Bache, 2:0. Ein ordentliches Spiel im Mittelfeld. Altin Lala, Babacan Jai, und in der Mitte zeigen die Stürmer an, wo er hinkommen soll, und Sören Seidel, sein erstes Tor für Hannover im zweiten Spiel. Von Werder Bremen ist Kreutz. Und Sebastian Kehl. 0:1, 41. Minute. Viel Unruhe in der Abwehr von St. Pauli. Trulsen bekam den Ball nicht weg, und dann ist es Morinas. 0:2, 55. Minute. Was ist dieser Litauer nur? Berechtigter Strafstoß. Markus Kreutz übernimmt die Verantwortung und er trifft. 33. Minute. Becker gegen Wawczyczek und Hosman. Altin Lala. Zvetanov kommt zu spät, und an Sören Seidel mit dem 2:0 die Entscheidung. Am Ende war Cottbus dann. Aussteigen Otto Addo. Setzt sich durch gegen Tschuka und gegen Keeper Adler. 1:0 für die Gäste. Erst die dritte Chance des Spiels für die 96. Bisher nur Standards. Cheryl Rondolo beim Einwurf auf Asamoah. Dieser Tanker sieht Hecking. 1:0. Dieter Hecking. 15. Saisonspiel. 5 Tore. Feld treiben kann. Ball kommt wieder zu ihm zurück. Er sucht Asamoah. Vardanyan diesmal dicht dran. Wieder Rasiewski. Ein Laserstrahl. Die mathematische Beweisführung für das Vorhandensein von Geraden. Spendet. Diesmal versucht er sich lang. Und Tor. Drin der Ball. Das 3:2.
Stefan Blank, sein dritter. Höfertuna Düsseldorf, 10. Minute. Der hat schon 4 verwandelt, der Tare. Und was für ein jämmerliches Ding. Und dann tritt er auch noch vor lauter Frust in den Torwart. Iglitare verliert hier den Ball an Andrzej Kobylanski. Der fiel eigentlich nicht weiter auf gegen 3 Düsseldorfer. Jörg Bach greift ihn an, fällt einfach auf den Hosenboden. Immer noch Kobylanski gegen Kartemann. Und da ist er drin. Hannovers Schocktherapie für die angeschlagene Düsseldorfer. Andrzej Kobylanski verliert den Ball an Ado. Achtung jetzt. Haben Sie das gesehen? 22 Jahre jung, Daniel Ado, einer der besten Fußballer im ganzen Kader. Der U21-Nationalspieler ging zum Punkt. 1:0, 6. Minute, 7. Saisontor von Ado. Kobylanski und wieder Ado. 2:1, 41. Spielminute, 6. Saisontor für den Champ. Die letzten Sekunden, alle mit vorn, auch Torhüter Fander. Abgefangen von Heinz Müller und dann ging es schnell. Alle waren sie mit vorn. Es läuft der Konter von Hannover mit Altin Lala. Lala, das Tor war leer. Er macht's. 3:1, 90. Minute. Am Ende gewann Hannover 48.000 hinter ihrer Mannschaft stehen. Rivalitäten also. Und hier schon wieder so eine Situation. Dermech gegen Rasiewski an der Mittellinie. Gelb hatte der Tunesier Dermech schon. Jetzt bekam er Gelb-Rot in der 45. Minute. Es war einmal aufgepasst. Hamann gegen Asamoah. Und auch Hamann war schon verwarnt. Nur wenige Augenblicke zuvor übrigens. Und auch hier war Schiedsrichter Wenzel konsequent. Schickte auch Hamann in die... Machte Druck. Mirko Reichel, Carsten Klee ist frei durch. Heinz Müller, er war schon aus dem 16er. Da gibt's natürlich nur eins. Rainer Wertmann zieht die rote Karte. Gegen einen Feldspieler, und zwar Andrzej. Die Spielvereinigung warf alles nach vorne und vergaß den Blick nach hinten. Riesenpatzer von Mirko Reichel. Morinas hat freie Bahn. Igoris Molinas, unglaublich. Unterzahl. Feldspieler im Kasten und doch die späte Führung für Molina. Letzter Angriff der Fürther. Didi Probst in seinem letzten Spiel im Bronhof. Andrzej Kobylanski, sensationelle Parade. Große Geste der Spieler. Ihre treuen Fans, stets der 12. Mann im Niedersachsenstadion. Eben da immer bereit. Kreuz. Und Bastian Reinhardt 1:0. Ganz Niedersachsen war nun ein überlaufender Mit. Markus Kreuz für Hannover. Und 96 führte mit 2:0. 62 Minuten waren gespielt. Markus Kreuz gegen Andreas Hilfiger. Tor 1:1, 20. Minute. Ja. Kopfball linke, Tor 2:1. Carsten. Kreuz, ein Freistoß. Schön verlängert und das Tor für Hannover 96. Klasse verlängert und Stefan Blank macht das Tor. Und jetzt gleich die Chance für Hannover. Milovanovic, da ist das Tor. Klasse Vorarbeit von Kreuz. Man möchte sagen, es kann ja nicht wahr sein aus Gladbacher Sicht. Der genaue Pass auf Morinas. Morinas jetzt gegen Klinkert. Und die Gelegenheit und das Tor. Tolles Anspiel von Morinas. Blind in den Rücken, aber die Gladbacher müssen sich fragen, ob sie den Namen Verteidiger da verdienen. Sind einfach nur Statisten beim nächsten Tor von Milovanovic. Milovanovic, Goran Milovanovic. Sein 4. Pflichtspieltor schon für 96. Im Pokal in Lübeck hat er getroffen. Die beiden Siegtreffer in Mönchengladbach erzielen. Nähert sich dem Tor. Durchgesteckt für Schuh. Stefan Blank macht einen Schuh draus. Oh, Winsche. Ein Tor macht er. Noch der Mann aus dem Senegal. Milovanovic. Milo, der Torzauberer. Kaum zu sehen im Spiel. Position wieder. Der linken Außenbahn. Zieht nach innen. Der Linksfuß mit rechts ins Tor. 0:1, 22. ins Spiel. Andrzej Kobylanski, 0:2,
Hannover 96 gewinnt auch das zweite. Markus Kreuz, da ist er drin. Und was für ein krummes Ding nach Anlauf. Trocken oben in den Winkel. Elber Anlauf. Aber andere Ecke gewählt. Benoit dazwischen. Milovanovic. Nie war er so allein wie heute. 3:0. Durch den Jugos. Daniel Steffoli und das 1:1. Im Stil. Blöd, aber der liegt heute daneben. Markus Kreuz. 1:0 für Hannover 96. Vierter Saisontreff auf Stendel. Und die Riesenchance. Und das Tor. Andrzej Kobylański. Und diesen herrlichen Treffer durch Daniel Stendel. Lala auf Milosevic. Milovanovic. Goran auf Milovanovic und dann Menzel, der eigene Mann. Wahnsinn, was für ein sensationelles Eigentor von Aachener Kiste. Daniel Stendel mit freier Bahn und gutem Blick. Igoris Morinas passiert 1:2. Ein klassischer Konter, brillant abgeschlossen von den Gästen. Der immer besser wurde und der eingewechselte Murat Bunua. Die den frühen 0:1 Rückstand zunächst durch Stendel egalisierten. Milovanovic Kopfball, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Milovanovic verschoss. Und Lala auf Kreuz, die Führung. Mannheims Todoricio auf Blank und der Abwehrhühne mit viel Gefühl. Simon gegen Stendel. Stendel immer noch, Daniel Stendel. Wer schießt denn jetzt? Er macht selber. Viertes Saisontor. Für Daniel Stendel. Stefan Blank. Marc Spanier kommt nicht richtig dran. Murat Bunua, die erste Chance. Der Pass in die Mitte und dann Altin Lala. 1:0 für 96. Es wurde aber auch langsam Zeit. Über Ball, aber dann gewinnt Linke das Duell und Keita ist da. Salif Keita. 73. Minute. Die Erlösung, die Führung. Ja, Bastian Reinhardt ist so frei. Der Ausgleich, das erste Saisontor für den langen Abwehrspieler. Sein Stoilas, der bulgarische Spielgestalter. Stoilas, so ein Tor, so ein Abschluss. 5:0. Blank, Linke, Stendel gegen Tetzner. Stendel und denkste Nullnummer. 1:0. Murat Bonua. Bonua und Keita. Die Entscheidung 2:0 für Hart. Daniel Stendel. Bonua. Stendel. Und deshalb sagte ich, Cottbus wollte sich darauf einrichten. 1:0 für Hannover. Und Bastian Reinhardt 2:0. 13. Minute. Linke. Auf Lala. Kobylański. Kobylański 3:1. Aus 96 Sicht genau im richtigen Moment. Keiner bei ihm. Und dann Blank. Kein. Dieser Abpraller bringt Stendel vor das Tor. Versucht zu umspielen. Lala. Jusinovic auf der Linie. Und dann Keita. War Schluss mit Lustig. Tor. Ivers auf Stendel. Alleine gegen Bäumer. Vorbei. Gegen Jentsch und macht das besser. Die Entscheidung. Das 1:3. 1:1 ganz sicher gemacht vom Stärker. Altin Lala. Einer der besten bei den Gastgebern. Kobylański. Da geht das. Seit 3 Jahren hat Andrzej Kobylański keinen Doppelpack mehr gemacht. Jetzt macht er in der 68. Minute riesen Auge auf Igoris Morinas. Der war eingewechselt worden. Morinas. Die Sache ist in trockenen Tüchern. 3:1. Erste große Chance. Und da ist er schon drin. Was für ein Aufschlag. Das 1:0 für Hannover 96. Torschütze Andrzej Kobylański. Nach Mensch, besser kann es ja gar nicht laufen. Für die Gastgeber, für
Situation. Und hier geht schon die Welle durch Niedersachsenstadion. Und das zu Recht, denn hier steht es 3:0. Torschütze Daniel Stendel. Sensationell, was Hannover 96 hier abbrennt. Ein sensationelles Feuerwerk. Als hätten sie es geahnt, die Zuschauer, wenn man so will. Und jetzt vielleicht 3:1 wieder Brüll. Und dann ist er drin. Altin Lala. Vor 30 Sekunden noch Handspiel im eigenen 16 Meter. Das 3:1 für Hannover 96. Was für ein Tor! Mein Gott! Alexander Vogt, das ist ja nicht zu glauben! Also beim besten Willen, liebe Zuschauer, so ein Tor sieht man nun wirklich nicht alle Tage, weder in der zweiten noch in der ersten Bundesliga. Der Sonntagsschuss am späten. Stefan Blank. Und auch der passt! Genauso gut wie von 4 zuvor. 1:1. Sie strahlten und sie hofften wieder. Sekunden zu. Wollten die Gastgeber eigentlich stören, taten es aber nicht. Toller Pass von Stefui. Markus Kreuz ist da. 1:0. Hannover 96. Stefan Blank. In seinem letzten Spiel für die Roten. Das Spielzeug von Linke. Morinas. Und Salif Keita. Haupt ab. Unteres Spielchen war, haben wir noch einen. Joris Morinas zum 3:3 Endstand. Gegen